Hallo und herzlich willkommen hier, eine neue Folge Blind Tech bei Checo. Mein Name ist Jesse und heute möchte ich euch eine Kleinigkeit von Feelware vorstellen. Eine kleine, große Kleinigkeit, wie ich finde. Ich finde es mega gut. Und zwar sind es diese Mülleimerbeschriftungen. Da gehe ich nachher noch näher drauf ein, mehr nach dem Intro. So, ihr Lieben, und los geht die Reise. Als erstes seht ihr hier den Mülleimeraufkleber für den Restmüll. Da ist sehr deutlich aufgedruckt in Druckschrift Rest und in Braille dann auch nochmal Rest. Das Ganze ist wunderbar ertastbar, so wie wir es auch von Feelware kennen. Als nächstes sehen wir den Aufkleber für den Biomüll. Auch hier deutlich fühlbar, richtig schön taktil, haptisch erhaben, tolles Material, alles genau wie gewohnt und wie erwartet, sehr große Buchstaben. Hier im Bild habe ich mal ganz kurz, das ist mit einer Lieferung dabei gewesen, ein Reinigungstuch. Als nächstes dann die Rückseite von den Beschriftungen, da sind drei Laschen dran, da sind Selbstkleber, doppelseitige Klebepunkte mit drauf zum Befestigen. Mal gucken, wie lange es hält. Ja, jetzt sieht man hier auch noch ein paar Nahaufnahmen. Ich habe versucht, das Ganze auch ein bisschen für die Sehenden oder für die Restseher unter euch auch noch ein bisschen mit einzufangen. Ich hoffe, man kann es auch sehen, dass die Beschriftungen deutlich erhaben sind. Also es ist wie üblich Qualität, deutlich ertastbar, fehlerfrei beschriftet. Es ist, finde ich, eine grandiose Idee, denn bei uns ist es tatsächlich so, ich kann die Biomülltonne oft nicht von der Restmülltonne unterscheiden, da die beiden für mich völlig gleich aussehen. Sie sind für Sehende zwar farblich unterschieden, aber das kann ich leider nicht wahrnehmen. Ja, in diesen restlichen Bildern habe ich versucht, ein bisschen einzufangen. Ich habe die Haptik getestet. Ich habe die einzelnen Mülleimerbeschriftungen auch mal hochgehoben, mal ein bisschen gedreht im Bild für die Sehenden. Also es ist wirklich, denke ich, auch gut sichtbar. Es ist sehr, sehr, sehr stark erhaben. Ich denke auch, ein bisschen Schmutz oder was macht da überhaupt nichts aus. Wir hatten das Thema ja auch schon, dass man da auch problemlos einfach mal drüber wischen kann mit einem Bürstchen und so weiter. Das Material ist völlig unempfindlich. Also ich kann es nur immer wieder sagen, ich empfehle euch alle Feelware-Produkte. Ich bin von allen Feelware-Produkten sehr begeistert. Hier nochmal das Reinigungstuch, das mitgeliefert ist. Doppelt hält länger. Ja, und dann noch ein bisschen was für die Sehenden zum Abschluss. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Schaltet ein, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und viel Spaß noch mit den restlichen Bildern. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier gibt es mehr Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Eure Jessie.